Hi, in dem Video möchte ich dir zeigen, wie der Kastner mein Network-Marketing-Geschäft aufs nächste Level gekommen hat und dabei noch in meinem Kopf hunderte Tabs geschlossen hat und ein absoluter No-Brainer in meinem Leben geworden ist. Ihr wisst es, ich bin professioneller Networker und ich habe eine Schwäche und das ist Sachen gut merken. Ich bin immer so im Prozess drin, ganz viele Telefonate, extrem viele Partner gleichzeitig in der Einarbeitung, Interessenten, Kunden und so weiter und so weiter. Und ich habe das Problem gehabt, dass ich mir immer so viele Sachen gemerkt habe, merken müssen habe, teilweise auch verplant habe, schon gar nicht mehr gescheit schlafen können habe, weil ich unendlich viele Tabs in meinem Hirnkastel offen gehabt habe. Und dann habe ich in einem Buch die Methode gelesen und habe die für mich ein bisschen umgebaut und das hat alles verändert. Und es ist so eine Art App, Offline-App. Und es ist ein absoluter No-Brainer. Und wenn du auch Network-Marketing machst und ich denke in viele andere Lebensbereiche, kannst du den Kasten für ein kleines Geld, kannst du wirklich große Ergebnisse machen. Und ich möchte es euch anhand von meiner Story erzählen, wieso das Teil mein Lieblingswerkzeug im Network-Marketing geworden ist. Und zwar, es ist so, du hast mit jemandem schon mal über das Geschäft oder über die Produkte geredet, hast die gleiche Antwort gekriegt, dann merkst du den, ja, den muss ich irgendwann mal wieder anrufen. Dann, ja, mit dem habe ich noch gar nicht geredet, den möchte ich anrufen. Ja, du redest mit Teampartnern, was möchtest du erreichen in den nächsten Wochen, Monaten? Merkst du das? Ja, dann musst du ihn wieder zurückrufen. Und der Kasten löst das alles. Und zwar habe ich den aufgeteilt, ich lasse euch mal reinschauen, das Innerste von meiner App. Ich lasse euch reinschauen, ich habe den auf 12 Monate aufgeteilt, also in Buchstaben, aber das ist Januar bis Dezember. Und ich ordne jetzt alle Abläufe da rein. Was mache ich, wenn ich mit einem Teampartner rede? Er sagt, ja, ich möchte in 2 Monaten den und den Karriererang erreicht haben und so viele neue Partner und so viel Kundenumsatz haben. Dann habe ich es mir früher gemerkt, jetzt nehme ich einfach eine Karte raus, schreibe mir seinen Namen drauf, schreibt drunter das hin, was ich im Gespräch gehabt habe. Und er sagt, er möchte es in 3 Monaten sein. Jetzt, wenn wir es aufnehmen, ist März, dann darf das nehmen und darf 3 Monate später reinstecken, also im Juni. Was passiert? Ich weiß ganz genau, was ich mit der Person gesprochen habe und ich kann den Tab, was ich im Hirn offen habe, schließen. So, das habe ich dann gemacht und es war ein kleiner Prozess, das habe ich über Weihnachten gemacht, dass ich das alles umgestellt habe. Ich habe mit jedem von meinen direkten Partnern gesprochen, auch teilweise mit denen in der zweiten Generation, habe die Ziele abgefragt, habe geschaut, was los ist. Es waren natürlich auch welche dabei, die gesagt haben, du, zur Zeit bin ich eher auf Standby, möchte nur die Produkte usen, aber ab dann und dann möchte ich wieder Gas geben. Sage ich, okay, cool. Dann habe ich mir das einfach, habe eine neue Karteikarten genommen, habe seinen Namen draufgeschrieben, habe den Gesprächsverlauf draufgeschrieben und habe ihn dann ein paar Monate später also in die Zukunft gesteckt. Auch wenn ich selber wichtige Aufgaben gehabt habe, habe ich mir auch einen Reminder gemacht, wenn ich mir gedacht habe, jetzt planen wir gerade eine große Aktion, eine große Umweltaktion. Ja, wir sind jetzt auch Umweltaktivisten geworden, mein Adler-Team und ich. Und da habe ich mir das auch die Sachen als Reminder notiert und habe es in diesem Monat eingeordnet, wo das relevant ist. Und somit kannst du immer bei jedem Vorgang, was du abschließt, kannst du wieder einen Tab zu machen. Und je nachdem, wie aktiv du bist, wie viele Tabs, dass du aktuell offen hast, kann es ein paar Tage oder ein paar Wochen dauern, bis du das eingeordnet hast. Aber es ist mega lohnend und ich kann jeden gerade einladen, sich so einen Kasten zu holen und das so zu machen. Ich bin halt in dem Bereich eher oldschool und ich schreibe es mir immer gern auf. Und gut ist. Ich habe mal genutzt, wenn ich mit Leuten geredet habe über das Geschäft und ich habe gesagt zum Beispiel, ja, bei mir passt es jetzt nicht, wir bauen gerade Haus oder in der Arbeit ist gerade das und das und das, lass uns in ein paar Monaten nochmal drüber reden. Dann habe ich das auch wieder aufgeschrieben und habe einfach in das Monat rein. Dann gibt es natürlich auch einen Fall, das kennt jeder Networker, dass der Gegenüber sagt, na, das Geschäft ist für mich nicht interessant oder ich habe keine Zeit oder interessiert mich gerade nicht oder lass mir mal Ruhe. Dann macht es ein Profi natürlich so, dass er den Kontakt nicht verbrennt und den jeden Tag 50 Mal anruft und auf Nerven geht, bis er ihn sperrt, sondern ich mache es dann so und sage, hey Michi, cool, dass du das so offen gesagt hast, überhaupt kein Problem, wir wissen beide, dass sie Gelegenheiten ändern, dass sie Umstände ändern und lass uns doch einfach mal in ein paar Monaten nochmal drüber reden. Und da gibt es jetzt eine Statistik, die wo zugrunde liegt, dass durchschnittlich jeder alle 3,7 Jahre seinen Beruf wechselt. Und ich möchte dafür auch ein Beispiel geben. Ich rede mit dem Michi jetzt, der Michi ist
vorletzte Woche befördert worden, ja, hat jetzt mehr Aufgaben, ein bisschen mehr Einfluss, ein bisschen mehr Kohle und ist befördert worden. Jetzt komme ich halt daher, möchte ich mein Geschäft pitchen, ne? Und er sagt, du, hey, ich habe überhaupt keinen Fokus nicht und sowas. Jetzt bin ich eben Profi, nerven nicht, sondern sage, okay, Michi, lass uns in Zukunft drüber reden. Frage natürlich professionell, kennst du vielleicht jemanden, für den wo das aktuell Thema ist? Ja oder nein? Und ich schreibe mir das auf und tue 6 Monate in die Zukunft reinstecken. Und die Statistik eben sagt, alle 3,7 Jahre wechselt der durchschnittliche Mensch seinen Beruf. Was passiert jetzt? Ich bin ja nicht auf die Nerven gegangen, ich habe hochqualitativ mit ihrem Gerät, habe gesagt, okay, das verstehe ich, alles easy. Jetzt sind die 6 Monate vorbei, ich rufe ihn wieder an, sag mir hier, du, wir haben schon mal geredet über die ganze Geschichte, bei mir geht richtig die Post ab und ich möchte mit dir einfach nur mal drüber reden, weil ich glaube, aus dem und dem Grund kann das für dich interessant sein. Wie schaut's aus? Bist du grundsätzlich offen, dass wir mal drüber reden? Er sagt jetzt entweder ja, dann machen wir dir mal ein Treffen aus, oder er sagt nein, dann schreibe ich mir das auf, was er gesagt hat, und stecken wieder 6 Monate Sparerei, weil, seien wir uns mal ehrlich, wenn ich mein Gegenüber alle 6 Monate kontaktiere, das ist eine Frequenz, die wo nicht nervt. Und es zeigt auch dranbleiben, es zeigt, dass ich wirklich Interesse an der Person habe, mit der ich gerne zusammenarbeiten möchte. Aber wenn ich das 6 Mal in der Woche mache, ist das Spam und es ist zum Kotzen. Das merkt sie auch nicht und deswegen machen es mir als Profis natürlich auch nicht. So, in dem Beispiel ist aber so, dass bei mir jetzt Folgendes passiert ist. Vor 6 Monaten ist er noch in der rosa-roten Beförderungswolke drin gehängt, hat sich gedacht, ja, und irgendwann kehrt man der ganze Schuppen. Jetzt, 6 Monate später, weiß er, dass von seiner Firma einige Filialen geschlossen haben. Er checkt, dass die Beförderung ein schlechtes Geschäft war, weil die 300 Euro, was er mehr da verdient, er mehr Arbeit, mehr Verantwortung hat, die ganzen Sachen machen muss, wo er keinen Bock drauf hat. Und jetzt komme ich wieder und sage, hey Michi, du, wir haben doch vor 6 Monaten darüber geredet, gell? Bist du grundsätzlich offen? Und er sagt, fuck, ja, mir stresst gerade mega in der Arbeit, ich kann mir das nicht vorstellen, nur 30 Jahre zu machen. Und jetzt haben wir eine Basis mit der, wo wir darüber sprechen können. Und deswegen, wenn es ein Nein kassiert, notiert es, 6 Monate Führe, macht es mit einer Qualität, dann werdet ihr nie ein endgültiges Nein kriegen, sondern es ist noch nicht jetzt, noch ein Impuls nötig, noch eine Information nötig und die gebe ich ihm alle 6 Monate. Und was jetzt passiert, wenn du das System integriert hast, dann passiert Folgendes. Ich mache einen Monat auf, zack, und habe in dem Monat einen Haufen Karten drin. Ich ziehe die Karten raus und das ist eben der No-Brainer-Effekt. Es ist, ich habe im April, weiß ich genau, was ich machen muss und ich habe es mir nicht merken müssen, sondern ich tue einfach die Karten raus, was im April drin sind und fange damit an zum Arbeiten. Und das ist die Schiene. Ich tue es raus, schaue drauf, ah, okay, mit der Lisa habe ich das und das geredet. Die möchte bis zum Kickoff nächstes Jahr die und die Karrierestufen haben und mit ihr nochmal darüber spreche, ob es Unterstützung braucht und ob es on the road ist. Und das ist eben sehr, sehr schön und das hat mir extrem viel erleichtert, weil ich sau viel Tabs schließen können habe, weil ich weiß nach jedem Gespräch, okay, ich weiß, wie es ist, ich tue es rein, ich kann es nicht vergessen, ich kann wieder gut einschlafen, bin generell wieder mega entspannt, weil ich ja, nichts vergessen kann, weil ich alles schön in meinem Karteikasten drin habe. Und wenn ich natürlich neue Leute kennenlerne, tue ich die nach dem gleichen System einordnen. Und einen riesen Vorteil möchte ich euch jetzt ganz zum Schluss noch geben. Es ist ja so, man lebt ja generell im Mangel. Man kriegt, wenn man in einer Woche 2, 3 Neins kriegt, denkt man, ja, aber irgendwann habe ich keinen mehr. Mit der Variante, in dem Beispiel, sagen wir, du hast 100 Leute auf deiner Kontaktliste gehabt, hast mit alle 100 drüber geredet und hast die einsortiert. Egal, was die jetzt gesagt haben, ja, nein oder vielleicht, du hast immer nur die 100 Kontakte. Also es ist gleich blöd. Nur der Zeitpunkt hat sich verlagert. Und du lernst ja, im normalen Leben, wenn du irgendwo bist, lernst du wieder neue Leute kennen. Es kommen ja neue Menschen in dein Leben. Und die darfst du einfach auch nach dem System da einordnen. Und jetzt passiert Folgendes, wenn du mit dem arbeitest, dass dein Kontaktpotenzial im Prinzip mit jedem Kontakt, was du neu kennenlernst, wächst. Weil du hast die von davor drin, du lernst einen neuen kennen, du hast die Reihe. Und so kannst du dir über Monate oder Jahre mehr eine schöne Datenbank anlegen. Das Ganze gibt es vielleicht auch als App. Ich bin der Oldschool und ich wollte euch heute einfach den Karteikasten vorstellen, weil der alles vereinfacht und alles erleichtert in meinem Leben. Und ich bin stolz und froh, dass ich ihn habe. Und ich hoffe, dass er für euch auch ein Beitrag sein kann.
viele Leute aus meinem Team verwenden und sagen, mega easy, und so soll das am Ende des Tages sein. In der Einfachheit liegt die Perfektion. Ich hoffe, dass ich es gut erklären können habe. Das würde mich freuen, wenn du mir ähnliche, ja, geile Kommentare reinschreibst. Nimmst du sowas her? Gibt es da eine gute App dafür? Wie findest du die Idee generell? Und ja, ich freue mich einfach, wenn wir uns im nächsten Video wieder hören. Mach's gut, viel Erfolg, ciao.